Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts und Überlagerung. In der letzten Folge haben wir das Tutorial Nummer 3 abgeschlossen und jetzt sind wir in Tutorial Nummer 4, Sondergebäude. Hier vernehmen wir auch wieder ein anderes Team und zwar die Mittelalten. Okay, Sondergebäude. Sie haben bisher schon viel gelernt, doch Sie müssen noch ein paar letzte Dinge erfahren, bevor die Schlacht beginnt. Wenn Sie bereit sind, möchte ich Ihnen jetzt eingehen und sich Methoden beibringen, um sich auf der Insel herumzubewegen und Ihnen zeigen, wie eine völlig andere Art von Gebäuden gebaut wird. Wenn Sie bei der Stange, denn es wird sich für Sie lohnen. Alles klar. Ja, nachdem wir das hier und das nächste erledigt haben, ich glaube, es gibt 5. Ich habe hier bei dieser Prozentzahl erfüllt nachgeguckt und da konnte man noch bis zu 5 hier freischalten. Also danach ist er auch zu Ende. Das heißt, im 6. Part kann die Kampagne endlich losgehen. Dann hat Schnarchfest erstmal auf. Wow, genauso sah es vorhin auch aus bei mir. Es gibt nur noch wenige Dinge zu lernen. Auch wenn ich das schön, dass der Text nicht so schnell weggeht. Doch sie sind sehr wichtig. Schauen wir mal, was die Würmer treiben. Lassen Sie uns beginnen, indem wir einen genauen Blick auf eines der Zusatzgeräte werfen. Bitte sammeln Sie die Zusatzgeräte auf, Sterblicher. So, das heißt Walter, wenn es geht. Jetpack. Sie haben soeben den Jetpack eingesammelt. Mit dem Jetpack kann ein Wurm in der Landschaft herumfliegen. Ein Zähler zeigt an, wie viel Treibstoff sie noch haben. Sollte ihnen mitten im Flug der Treibstoff aufgehen, stürzt ihr Wurm ab. Oh nee. Ja, jetzt muss ich wieder Heilkisten sammeln. Warum sind die so pink umrandet? Das ist auch voll schön. Was mir jetzt nicht jede einzelne Kiste zeigen, ich kann mir schon vorstellen. Ja, die muss ich einsammeln. Boah. Nun mach schon. Wählen Sie das Jackpack aus der Waffenleiste. Damit Sie üben können, habe ich Ihnen eine unbegrenzte Menge Treibstoff gegeben. Drücken Sie X, um das Jetpack anzulassen. Linker Analog lässt Sie in der Luft manövrieren. Sammeln Sie alle Arzneikisten auf, um das Jetpack-Training abzuschließen. Aussieht, ey. Ja, ich habe unendlich Stimmen. Hui. Oh. Gott, es hat schön. Weiß nicht, ich habe irgendwie das Verlangen, so hoch wie möglich zu fliegen. Bis zur Endlichkeit und noch viel weiter. Ich glaube, weiter geht's nicht. Wenn ich R2 drücke, was irgendwie komisch ist. Ich weiß noch nicht was. Weil die Steuerung im Worms 3D irgendwie besser mit dem Jetpack. Aber naja. Kann ich alles haben, ne? So. Hat man jetzt verdammt langsamer, ne? Ist eigentlich nur zum. Hilfe! Ich will mich umdrehen. Ich möchte nicht auf dem Boden landen. Ich möchte alles in einen Rutsch schaffen, hallo? So. Das ist unnötig kompliziert. Ja, mit der Part. Ja, nicht irgendwie nur 14 Minuten lang, wenn ich schon eine Minute lang hier rumeier. Beziehungsweise zwei, um mir zwei Waffenkisten, Arzneikisten zu sammeln. So. Nein, jetzt fahre ich doch voll runter. Gut gemacht, Sterblicher. Wie Sie sehen, ist der Jetpack hier sehr nützlich, um weitere Entfernungen schnell zurückzulegen. Und das kann auch zum Einsammeln von Kisten eingesetzt werden. Oder ist dies? Benutzen Sie das Jetpack, um alle 4 Gebäudekisten einzuholen. Was zum Teufel ist mit dem Pfeiler unten links los? Jede Kiste enthält ein Sondergebäude. Wenn Sie alle Gebäude eingesammelt haben, möchte ich, dass Sie für jedes in der Landschaft eins errichten. Während Sie jedes Sondergebäude bauen, erkläre ich Ihnen, welche Funktion es jeweils hat.
Sammeln Sie die Kisten und bauen sie, wenn sie bereit sind. Wenn gut wieder Pfeiler von uns abgegangen ist. Ja, immer noch sehr geil. Waffenschmiede. Wunder. Ja, die kommen wir noch bekannt vor. Krankenhaus. Und wissenschaftliches Labor. Dann bauen wir erst das Krankenhaus. Kann ich nicht alle da irgendwo bauen? Das Krankenhaus. Das Krankenhaus lässt sie ihr Team weitere Würmer hinzufügen. Sie können insgesamt 4 Würmer in ihrem Team haben, doch wenn sie Würmer verlieren, können sie regeneriert werden, falls sie ein Krankenhaus besitzen. Sie benötigen 2 Orte des Sieges, um eins zu bauen. Ja, das ist geil. Die Waffenschmiede. Die Waffenschmiede erzeugt nach jeder Runde Waffenkisten. Das ist hilfreich, wenn sie knapp an Munition sind. Je mehr Schaden an einen Waffenschmiede angerichtet wurde, desto weniger Kisten produziert sie. Sie benötigen 3 Orte des Sieges, um eines zu bauen. Ja gut. Vor allem schon, wenn die Kämpfe alle losgehen. So, wissenschaftliches Labor. Das wissenschaftliche Labor ist eines der strategisch wichtigsten Gebäude. Es erhöht den Schaden, den alle ihre Waffen verursachen können. Das ist aber geil. Und das Wunder. Das Wunder kann das Spiel entscheiden. Wenn sie ein Wunder bauen und dieses ein paar Runden stehen bleibt, ohne zerstört zu werden, endet das Spiel und sie werden zum Sieger erklärt. Sie benötigen massive 5 Orte des Sieges, um ein Wunder errichten zu können. Die Spezialgebäude dienen dazu, ihnen auf eine oder andere Weise einen Vorteil zu verschaffen. In Kombination mit anderen Gebäuden können ihnen Spezialgebäude in der Schlacht die entscheidenden Überlegenheiten geben. Sie werden mit Spezialgebäuden ein wenig experimentieren müssen, um herauszufinden, welche Kombinationen sich für ihre Strategie am besten eignen. Jetzt, Sterblicher, werden wir uns einen Waffentyp zuwenden, den sie bisher noch nicht kennengelernt haben. In Zeiten großer Not können sie meine gewaltige Macht für ihre Zwecke nutzen. Sie dürfen mich um 5 Dinge bitten, jedoch ich werde ihnen nur ein... Doch werde ich ihnen hier nur eins davon zeigen. Alle anderen müssen sie ganz für sich alleine herausfinden. Hey, Philly, Royce und Heather. Sehen Sie diese grässlichen Gegner, die vor Ihnen in Ihrer prächtigen Stadt aufgetaucht sind? Die führen nichts Gutes im Schilde, Sterblicher, und gemeinsam können wir schnell mit ihnen aufräumen. Sammeln Sie die Kiste ein und feuern Sie die darin enthaltene Waffe von der Spitze Ihres Bergfrieds ab. Um Waffe abzuhören, müssen Sie nur auswählen und danach X drücken, und ich werde dann den Rest übernehmen. Okay, die möchte ich mir nochmal ansehen. Die sahen irgendwie komisch aus. Der eine sah aus, als hätte er seine Brücke angehabt, ey. Okay. Mal gucken, hat er echt eine Perücke auf? Lass mal gucken. Fast wenn er wieder sowieso voll kurz, deswegen. Jetzt sind Helme. Okay, so kann ich irgendwie nicht aussehen. Ich konnte mir nur andere Sachen auswählen, irgendwie. Echt eine Folge. Ja, ist irgendwie Anspielung an die Macher oder was? Ich habe keine Ahnung. Naja. Töten wir sie. Was auch immer sie getan haben, ich habe keine Ahnung, aber wir werden sie töten. Wir müssen erstmal da hochkommen wieder. Verdammt. Bisschen schade, dass man die Karten nicht mehr zerstören kann, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben, ne? Man Karten und Gebäude zerstören kann. So, was wird der Typ machen? Ich glaube, Fallschaden ist nicht mehr da, ne? Überschwemmung, alles klar. Oh. Na? Oh. Oh. Verlieren einen Bauchklatscher eingelegt. Er hat einen zu großen Schluck genommen. Royce ging unter wie ein Backstein. Ich nehme ihn, weil das ist weg vom Fenster.
Beeindruckend. Ja, ich bin der Beste, ne? Ciao. Alles klar. Ha, schauen Sie sich nur meine gewaltige Macht an. Wenn Sie vorankommen, werden Sie immer mehr Möglichkeiten entdecken, mich herbeizurufen, damit ich Ihnen im Kampf beistehe. Doch dabei wollen wir es vorerst bewenden lassen. Wieder eine Lektion zu Ende. Gut gemacht, Sterblicher. Tja, nun, Sterblicher. Mir scheint, Sie haben jetzt alles gelernt, was ich Ihnen beibringen kann. Ihnen steht allerdings noch ein letzter Test bevor. Aber den werden wir in der nächsten Folge sehen, auch wenn das jetzt schon wieder 11 Minuten sind. Aber egal. Speichern wir. Ich glaube, in der nächsten Folge kommt der erste offizielle Kampf, so im Lernprogrammstil. Glaube ich. Lernprogramm 5 und englischer Monarch, okay. Dann machen wir Mission Nummer 5, die Schlacht um Rom. In der nächsten Folge von Let's Play Worms Forts unter Belagerung. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.